Hallo und schön, dass du da bist. Es geht los mit einer neuen Folge, wenn die Kinder schlafen. Denn wenn die Kinder schlafen, nutzen wir diese Möglichkeit, um uns mit euch über die Alltagsthemen, die uns als Mama und Papa verbinden, zu reflektieren. Wir wissen aus Erfahrung, dass wenn wir es anders machen wollen, wir Bestärkung, Verbindung zu Gleichgesinnten und Wissen über die kindliche Entwicklung brauchen. Das bieten wir euch mit diesem Elternpodcast. Von unserem Elternherzen zu eurem. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Hello. Hi. Bist du ready? Yes, I've been ready. Okay, weil heute geht es um ein wichtiges Thema. Und zwar rushen wir meistens von einem Wutanfall zum nächsten. Und dann Yes. ist schon fast Schlafenszeit. Ja, Aber es oder? gibt auch eine wichtige Sache, die wir auf jeden Fall als Routine einbauen sollten, was wir nach Wutanfällen machen könnten. Yes. Was Was ist das? Kleines, aber Feines. Aha. Sag es einfach. Sag's einfach. Und dann ist die Folge gleich vorbei. Let's go. Ich bespücke Just alles immer drop it. Just drop it. so. Oh, drop it Just like drop it's hot. Drop it. like. Okay. Ja, das eigene Gefühl wieder zu besuchen, was du gespürt hast oder jetzt spürst, nach dem Ganzen, was du begleitet hast. Du hast das Gefühl gehalten, ausgehalten, hast da gesessen, hast dein Kind vermittelt, dass es in Sicherheit ist, hast wirklich durch diesen Sturm bist du gegangen und warst die Sicherheit für dein Kind, die Sicherheitssäule. Und jetzt machst du einfach weiter im Haushalt und bist so richtig leer gesaugt. Aber etwas, was Kraft gibt, ist vielleicht dich kurz zurückzuziehen auf dein Zimmer, aufs Bett zu setzen, 5 Minuten, können auch 30 sein, um dich überhaupt zu üben, weil es ist nicht ganz so einfach, wenn du das Konzept verstanden hast, was es heißt, Gefühlen Raum zu geben. Das dann auch umzusetzen, brauchst du ja Zeit. Das heißt, es kann auch sein, dass du dich erstmal auf Stuhl setzt, während dein Kind vielleicht schon glücklich weiterspielt und du 30 Sekunden lang dich damit befasst. Das war anstrengend. Ich atme erstmal ein paar Mal tief ein und aus oder was auch immer du für ein Tool hast, was du jetzt kennst und sagst, und ich habe das geschafft. Oder mein Trigger war heute. Und vielleicht so ein bisschen tiefer. Ah, okay, ich weiß ungefähr, warum mich das triggert. Ich habe was Ähnliches vielleicht in der Kindheit erlebt. Was auch immer, das ist nur ein Beispiel. Und dann damit zu sitzen. Und dann kommt wahrscheinlich ein Gefühl von Schmerz. Vielleicht auch Trauer. Vielleicht kommt auch eine Angst hoch. Da können unterschiedliche Gefühle hochkommen. Vielleicht kommt auch die Freude, weil du das so mit deinen besten Tools in dem Moment auch gemeistert hast und für dein Kind da warst. Und jetzt bist du dran. Ja. Und die Sicherheit, die du deinem Kind gegeben hast, darfst du dir selbst jetzt auch geben. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe mir letztens intensiv darüber Gedanken gemacht, wie wertvoll das eigentlich ist. Weil was machst du in dem Moment? Du füllst dein eigenes Bedürfnisglas, dein emotionales. Du siehst dich, du hörst dich, du verstehst dich, du validierst dich, fühlst dich dann auch wertvoll. Das sind ja schon mal 5 Punkte vom Bedürfnisglas. Dann gehst du in Verbindung mit dir selbst, schenkst dir selbst die Sicherheit. Nur Autonomie wüsste ich jetzt nicht, aber ist egal. Auf jeden Fall tankst du richtig krass auf damit und so kannst du die Kraft tanken für den nächsten. Für die nächsten Herausforderungen. Nicht nur Herausforderungen, der Alltag ist doch nicht nur eine Herausforderung zur nächsten, sondern du darfst dann auch gucken, wie gestalte ich jetzt um und vielleicht ist es nicht, warte ich nicht auf die nächste Herausforderung, sondern ich gestalte jetzt etwas Neues. So. Ja, mega, mega wichtig und ich habe auch von dir quasi das gelernt oder wirklich den Unterschied gemerkt, dass es ja nicht nur darum geht, einfach nach dem Wutanfall sich selbst noch direkt zu regulieren, weil sonst bist du ja nur am Regulieren und Regulieren und irgendwie muss ja auch Arbeit dazwischen entstehen. Also tatsächlich, jeder Wutanfall triggert etwas, jeder Wutanfall gibt Learnings für uns Erwachsene auch irgendwie. Und muss ja nicht nur Wutanfälle sein, es können ja auch andere Gefühle von Kindern sein, wo wir einfach auch lange aushalten und danach uns einfach mal die Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, was ist hier gerade wirklich passiert? Warum war das vielleicht auch anstrengend für mich? Was habe ich gerade auch erlebt?
Und ja, einfach mal da reinzugehen, wie du schon sagtest, auch dein Gefühl mal Raum zu geben. Wenn du dann tatsächlich auch deine Tränen rauslassen musst, dann tu es. Also das Ja, ist genau genau. der Ort, dann wo es darfst, wenn du es dich vor deinem Kind nicht getraut hast Ja. oder dachtest, das ist kein guter Moment, dann mach es gerne danach. Ja, wenn du noch körperliche Energie drin hast, die jetzt raus muss, dann mach es. Also das ist, dafür ist diese Zeit da, nach den großen Gefühlen einfach Zeit für dich zu nehmen, deine Gefühle zu besuchen, wie Mina es sagte, und dir auch einfach mal den Raum zu geben dafür. Und Und auch wenn mit es Raum geben bedeutet auch zu validieren und zu sagen, es macht Sinn, dass ich mich so fühle. Das hier ist nicht ohne. Ist nicht mein Kind, ist die Situation und gleichzeitig ist ein Gefühl bei mir da, der auch etwas zu sagen hat. Was sagt dein Gefühl denn gerade? Was fühle ich? Wo fühle ich was? Was genau. brauche ich? Ja, das wollte ich gerade fragen. Hast du vielleicht so ein paar Sätze, an denen sich Eltern ankern könnten, weißt du? Das wäre Definitiv. richtig cool. Also der eine Satz, den habe ich schon gesagt, das war ganz schön anstrengend. Ja. Allein das schon so zu sagen, das war ganz schön anstrengend. So sich selbst, du kannst auch, wenn du vor deinem Kind bist, dann kannst du auch einfach in dir sagen, so, das war ganz schön anstrengend. Wenn du die Möglichkeit hast, sprich es laut für dich aus. Es macht so einen Ja. großen Unterschied für das Nervensystem, laut etwas zu sagen und nicht nur zu denken. Wenn ich Menschen sage, so sag, dass du gerade in der Panikzone bist oder dass du im Kampfmodus bist, Ja. weil wenn du es laut sagst, dann Ich regelt glaube, dein. Panikzone, Also jetzt ja, nicht in diesem sorry. Fall. Ich meine, im Coaching sagen wir das häufig so, das Ja. Thema Panikzone. Allein, dass ich es aber sage, bringt mich auf einen anderen Bewusstseinszustand. Deshalb auch, dass die 100%. Sätze, die Mini jetzt sagt, einfach mal laut aussprechen. Panikzone wollte ich nur kurz sagen. Ich glaube, das kennen nur deine Coaches, weil, Genau. oder einfach eben Menschen, die sich in dem Bereich weitergebildet haben, weil du meinst damit nicht Panik. Attacken oder meinst Ja, auch genau. damit nicht Panik im Sinne von Panik, Panik, sondern das ist was anderes. Genau, also was sein darf, ist auch vielleicht kommt dir ein Schmerz oder eine Trauer hoch, weil du gerade das alleine navigierst oder weil du merkst, dass dein Partner gerade nicht emotional erreichbar war oder nicht unterstützen konnte und dadurch ein Schmerz hochkommt oder eine Trauer hochkommt und dass du auch da sagst, es macht Sinn, dass er oder sie nicht erreichbar war und das nicht mitmanagen konnte. Und gleichzeitig fühle ich mich traurig. So, und das macht richtig. Und dann, wenn die Tränen dann kommen die Tränen. Oder wenn du dann erstmal eine Runde auf dem Bett liegst und die Augen kurz zumachst. So, also wie auch immer es für dich dann in dem Moment ist. Und zu sagen, es macht Sinn, dass ich mich so fühle. Was kann noch? Guck kurz. Genau, und da habe ich auch gesagt, was fühle ich genau? Wo fühle ich es? Was passiert in meinem Körper? Wo fühle ich diese Wärme? Vielleicht wird mir ganz warm, vielleicht kribbeln meine Finger, vielleicht habe ich Bauchschmerzen, vielleicht habe ich Kopfschmerzen, weiß ich nicht. Und was brauche ich? Ja, dass du dich um Sehr dich gut. kümmern kannst. Das ist erstmal so ein Starter. Ich glaube, Ja. damit sind die meisten schon bedient. Ich mache auch nicht wahnsinnig viel, viel, viel mehr. Ich halte es auch basic und simple. Und bei mir ist es oft einfach, mich auf mein Bett zu setzen. Da fühle ich mich wohl. Da gehe ich hin, setze mich dahin, nehme mir meine paar Minuten. Und wenn ich das mache, das ist so powerful. Das ist richtig heftig. Das denke ich immer in dem Moment nicht, wenn ich gerade diesen Gang zum Bett mache und denke ich so, boah, gar keinen Bock. Aber das macht so heftig was aus. Definitiv. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Sache ist, die viele einfach nicht machen, weil das Bewusstsein dafür nicht da ist. Ja. Und wenn das einmal integriert ist, dass das einfach so einen riesen Unterschied macht von der Energie, die du halt noch für den nächsten Wutanfall tanken kannst. Also Ja. Für deshalb. viele Menschen kann es aber auch eine Hürde sein, dass sie sagen, was für mich zurückziehen, dass die dieses gefangen sind, ich kann es nicht mir erlauben, geht ja nicht, muss durchgehend performen, durchgehend irgendeine Leistung erbringen für mein Kind, für mich, für wen auch immer, dann kannst du es auch kombinieren. Es war für mich immer der größte Trick, mein Kind im Kinderwagen, ich schieb hinten, mein Kind guckt nach vorne. Da hast du auch einen Moment. Ne? Du schiebst,
Schiebst irgendwo vielleicht, wo du nicht ganz, ganz viele Menschen sehen musst, vielleicht nicht jetzt mitten in die Innenstadt, sondern wo du wirklich bei deinem Gefühl sein kannst. Und du kannst ja auch irgendwo hingehen, wo vielleicht die Tränen fließen können, wenn du dich damit wohlfühlst. Wie auch immer. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht hast du Definitiv. ja auch jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, aber ich sag mal so, bevor wir ins Gespräch gehen mit anderen, bevor wir uns verbinden, Klarheit darüber zu haben, was wir wirklich gerade fühlen, wo das herkommt, ist unsere Aufgabe für uns. Und es ist manchmal auch einfach eine Privatsache. Und dann kannst du gucken, welche Informationen davon trage ich nach vorne. Weil manchmal gehen wir ins Gespräch mit der Erwartung, mein Gegenüber wird das jetzt kapieren und wird meinen Raum halten. Und die sind, haben vielleicht nicht die Kapazität und dann sind wir enttäuscht. Also Genau. erstmal dir selbst Klarheit zu schaffen, Raum zu geben, das kannst du schon alleine schaffen. Ja. Glaub mir, vertrau mir, das kannst du schon alleine schaffen. Musst du nicht immer, aber du kannst es. Das kannst du schaffen. Definitiv. Und falls du beim mit dir alleine sein sehr, sehr viele Blockaden spürst und merkst so, ah, das ist mir echt unangenehm jetzt, bei mir reinzuschauen oder mit mir selbst allein zu sein oder auch einfach ja das durchzuführen, dann darfst du dich auch einfach mal fragen, für welchen langen Zeitraum du das gerne mal für dich integrieren möchtest und zu schauen, ändert sich das für dich? Und sollte sich das nicht ändern und du wirklich merkst, okay, ich habe immer diese Blockade, mit mir alleine zu sein, darfst du dich auch gerne mal bei uns melden. Das ist tatsächlich dann etwas auch, wo wir einsteigen können, wo wir helfen können, wo wir gucken können, was blockiert dich denn genau an dieser Stelle? Genau, da können wir einfach mal schauen, was genau das Thema ist und auch schauen, ist es ein Coaching-Thema? Wenn ja, passt es zwischen uns, können sich gerne dafür bewerben, können wir ja mal schauen. Ansonsten haben wir auch weitere Ressourcen oder Ganz genau. Empfehlungen, Genau. 100%. Weil manchmal grenzt es auch an ein Thema, wo das nicht unser Bereich ist mehr und dann gucken wir einfach Ja, mal. gerade das Thema mit mir allein sein Yes. kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Ja, Ja. Sehr, sehr cool. schön. War cool. Hast du irgendwas Perfekt. so hinzuzufügen? Nee, das war wirklich, ich glaube, alles drin, was da rein sollte. Ja. Und das Thema soll jetzt auch nicht unnötig aufgeblasen sein. Es soll erstmal ein Short, sweet, Step, to the point. ja, Ja. genau, ein Step in ein neues Ritual. Und ab dann kann ja jeder schauen, was er Ja. damit machen möchte. Wenn du gerade reinhörst und das Gefühl hast, du hast die eine oder andere Frage, kannst du dich gerne per E-Mail melden, Instagram, da versuchen wir auch hinter den Nachrichten herzukommen, mit den ganzen Menschen, die jetzt dazu gekommen sind. Dafür sind wir auch sehr dankbar und wir freuen uns auf die Community. Ansonsten war es das für diese Folge und ich würde sagen, wir verabschieden uns in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. In diesem Sinne, bleibe in Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern, deinem Partner und mit uns, wenn du magst, auf Instagram, TikTok und unsere Webseite elterncoach-oldenburg.de. Alle Infos sind für euch bereit in den Shownotes. Oder schreibe uns gerne eine E-Mail mit deinen Themen und Fragen und wir behandeln es in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns so sehr auf euch. Also, wir hören uns. Bis dahin.